Mentales Abschlusstraining. Ich gebe dir jetzt 7 Techniken, wie du deine Abschlussquote massiv erhöhst. Und zwar, wie du dich auch richtig vorbereitest auf Sales-Gespräche, ja, auf Verkaufsgespräche. Und wir steigen gleich ein. Punkt Nummer 1 ist, dass du Affirmationen betreibst, Selbstaffirmationen. Ja, das ist der erste wichtige Hinweis für dich. Also Punkt Nummer 1, ganz, ganz wichtig, sind Affirmationen. Was sind denn Affirmationen? Ah ja, das geht ganz einfach. Und zwar kannst du dir ein Blatt schreiben und dort 10 Affirmationen niederschreiben. Zum Beispiel, ich bin ein Eliteverkäufer. Ich schaffe alles, was ich will. Mein Sprechen und Reden überzeugen die Menschen. Ich gebe 110%. Einwände sind kein Problem und sind echte Kaufsignale. Ich schließe den Kunden jetzt ab. Ja, du kannst da selber dir 10 Selbstaffirmationen niederschreiben, die du dir unmittelbar vor einem Verkaufsgespräch dann auch sagst. Und ich empfehle dir sogar noch was. Jeden Morgen, mittags und abends machst du diese Selbstaffirmationen. Und warum ist das so wichtig? Und was ist hier der Mehrwert? Und zwar ist dein Mehrwert, wir bekommen im Verkauf mittlerweile so viel Neins. Ablehnung, Neins. Vielleicht auch aus der Kindheit, Neins. Ablehnung. Wir haben etwas versucht, es hat nicht geklappt. Leute glauben vielleicht nicht an uns. Wir glauben vielleicht nicht an uns. Ja? Und diese Selbstaffirmationen manipulieren unser Unterbewusstsein zum Positiven, sodass wir automatisch mit einem stärkeren Mindset in das Verkaufsgespräch gehen. Ich kann mich erinnern, als wir hier die Jungs von Cinemates da hatten und auch den Tim, der hat eine Agentur für, also der bietet Kaltakquise für Agenturen an, und die waren hier und wir haben jeden Morgen, Mittag und Abends eben diese Affirmationen zusammen gemacht. Und ich sag dir was, nach jeder Affirmation hatten wir ein ganz anderes Performance-Level, ein ganz anderes Sprachlevel, eine ganz andere Energie. Und natürlich spürt das der Kunde dann. Und dadurch schaffst du es eben, dich auf ein gutes Level hochzupushen. Punkt Nummer 2 ist die Visualisierung. Das ist das zweite Wichtige bei einer mentalen Vorbereitung auf ein Verkaufsgespräch. Was heißt denn Visualisierung? Bestes und jüngstes Beispiel. Eine Verkäuferin bei mir, die Jessica. Wir haben gestern darüber gesprochen, welche Möglichkeiten es gibt, wie man Menschen upsellen kann und dass man sich das auch visualisieren muss. Das heißt, wir sind das Verkaufsgespräch, das erst noch stattfindet, mal durchgegangen, im Detail, was ablaufen kann, welche Einwände kommen können, wie der Pitch aussieht und wie dann auch der Abschluss verläuft. Und ich kann dir eins sagen, einen Tag später kam der Abschluss rein. Warum? Weil wir uns das visualisiert haben. Das heißt, geh, bevor du in ein Verkaufsgespräch gehst, schon mal alle möglichen Einwände durch, schon mal alle möglichen Szenarien durch. Üb nochmal deinen Pitch, visualisier dir auch, wie der Kunde dann einfach das Ganze dann auch quittiert und dir zurücksendet. Also visualisiere dir unbedingt den Abschluss. Zweite wichtige Technik. Gehen wir mal auf Technik Nummer 3, und zwar Erfolgsgeschichten. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du Erfolgsgeschichten dir durchliest. Diese Erfolgsgeschichten, die du dir durchliest, die können entweder von dir selbst sein, das heißt, ich empfehle dir, ein Buch zu führen mit deinen Erfolgsgeschichten, mit deinen Abschlüssen. Ja, das heißt, wenn du einen Kunden gewinnst, was hast du da gemacht? Wie hast du dich da gefühlt? Was waren deine Emotionen? Was waren deine Habits? Was waren deine Nuggets? Was genau hat funktioniert? Und vor allem auch, wie hast du dich danach gefühlt? Schreib das jedes Mal auf. Und wenn du jetzt dann in ein Verkaufsgespräch gehst, liest du dir kurz diese Erfolgsgeschichten durch und hast dann wieder einen richtig hohen Selbstwert. Das ist auch ganz, ganz effizient. Du kannst dir auch Erfolgsgeschichten von anderen Verkäufern, von anderen Firmen, von anderen Unternehmern durchlesen, dir die wichtigsten Punkte niederschreiben und das dann auch nochmal richtig gut durchlesen. Punkt Nummer 5 ist Feedback. Ja, sich Feedback einzuholen. Und zwar Feedback ist ganz, ganz wichtig. Warum? Wir leben oft in unserer eigenen Brille.
Wir sehen die Welt nicht so, wie sie eigentlich ist, sondern wie wir sie sehen wollen. Stell dir doch mal vor, du möchtest dir jetzt ein neues Auto kaufen. Wir sagen jetzt mal einen Porsche 911. Und jetzt plötzlich, als du das erste Mal diesen Samen setzt, siehst du auf der Straße nur noch Porsche 911. Ja, warum? Weil das dein Fokus ist. Und wenn dein Fokus nicht auf das gerichtet ist, was wirklich Erfolg bringt, dann rennst du einfach immer wieder weiter gegen die Wand, zwar mit Energie, aber du kommst nicht weiter. Und irgendwann bist du vielleicht schlapp, wie eine Fliege, die ganze Zeit gegen eine Fensterscheibe knallt. Die ist zwar motiviert, aber irgendwann wird die halt schlapp und gibt auf. Und damit das nicht passiert, ist es wichtig, dir Feedback zu holen. Feedback zu holen über Coaches, Feedback zu holen über gute Bekannte, die eben aber auch in deinem Business tätig sind, die davon Ahnung haben, die das nachvollziehen können, damit du eben gute und auch qualitativ hochwertige Ratschläge bekommst, gutes Feedback bekommst, um eben wirklich dann aufs nächste Umsatzlevel zu kommen. Sechster wichtiger Punkt ist, und zwar sind das Entspannungstechniken. Ja? Das heißt, gehe, bevor du in ein Abschlussgespräch gehst, wenn du irgendwie vielleicht nervös bist, ja, gerade am Anfang, ich kann mich erinnern an meine Anfangszeiten, ich war sehr, sehr nervös in Sales-Gesprächen, dann habe ich Atemübungen gemacht. Ja, ich habe einmal ich bin jetzt schon wieder ganz entspannt. Also mach auch Atemübungen, atme tief ein, halte kurz 4-5 Sekunden den Atem, atme richtig in den Brustkorb und dann einfach ausatmen. Das machst du 3-5 Mal und du merkst, du bist ganz entspannt, ganz cool. Das ist auch eine sehr, sehr gute Übung, um mental wirklich clear zu sein, klar zu sein und dann gleich auch richtig Vollgas zu geben. Siebter und letzter Punkt ist sehr, sehr wichtig und zwar die Selbstreflexion. Bedeutet, Selbstreflexion. Was heißt das? Überprüfe dein Skript, wenn etwas nicht so gut läuft. Wenn etwas gut läuft, auch selbst reflektieren. Abends, wenn du im Bett liegst, frag dich doch mal, hast du heute wirklich 110% für deine Ziele gegeben? Oder hast du dich wieder ablenken lassen? Kam auf einmal irgendwas anderes dazwischen? Hat vielleicht irgendwie dein Partner auf einmal wieder irgendwie vielleicht gejammert? Hat es dich wieder rausgezogen? Aber du hast dich vielleicht auch irgendwo gefreut, dass es dich rauszieht, weil du dich vielleicht gedrückt hast vor der Akquise, vor dem Verkauf, vor deinem Businessaufbau. Warum? Weil du vielleicht nicht das richtige Mindset hattest. Ja, kann ja alles sein. Wichtig ist, am Ende eines Tages und auch nach Verkaufsgesprächen, sich selbst zu reflektieren. Ein wirklicher Top-Unternehmer, der immer auch ein Top-Verkäufer ist, ich sag dir was, der reflektiert sein Skript nach jedem Gespräch. Der guckt sich immer wieder sein Skript an, was kann ich besser machen, was lief nicht so gut, welche Frage war falsch, welche war gut. Ja, ganz, ganz wichtig. Und sich auch immer selbst fragen, habe ich heute wirklich 110% gegeben oder wo ich eine Aufgabe machen wollte, war ich irgendwie ein bisschen schlapp und habe dann gesagt, egal, ich schiebe das auf morgen. Wichtig ist, da zu sich selbst ehrlich zu sein. Und ich kann dir was sagen, das volle Potenzial wirklich auszufalten, hätte ich ohne Mentoren, ohne das richtige Umfeld niemals geschafft. Da wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin. Deswegen, wenn du dich erkundigen willst, ob wir dir helfen können, ob wir dir auf das nächste Umsatzlevel dich heben können, ob wir die richtigen sind, dein Potenzial in deinem Business zu entfalten, dann trag dich kostenfrei zum Erstgespräch ein. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung oder du gehst einfach auf www.duru-consulting.de und buchst dir dein persönliches kostenfreies Erstgespräch. Und dort schauen wir dann, ob und wie wir dir helfen können. In dem Sinne, mach das, bereite dich vor auf jedes Sales-Gespräch mit diesen 7 Techniken. Gib 110%, dein Luca und wir geben jetzt weiter Vollgas. Let's go!